Guten Tag, hier ist wieder Graupner TV. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die MZ12 Pro updatet. Dazu möchte ich euch erst zeigen, wo man die PC-Software bekommt und das Service-Updates. PC-Software und Apps. Firmware Upgrade Studio. Am wichtigsten ist die PC-Software 4.9.3.2, die sollte man herunterladen. Dann gibt es noch ein paar schöne YAML-Programme, die sollte man herunterladen, VDF-Editor, Data Explorer zum Auswerten der Telemetriedaten und die Java-Software für Windows. Dann gibt es noch einen sehr schönen neuen Firmware-Upgrader für Empfängersensoren und Regler, auch für Java. Für die MZ16 und MZ32 kann man das Graupner Studio nehmen, MZ32 Downloader oder den MZ32 Downloader für Java. Normalerweise installieren sich die USB-Treiber selber mit dem GR-Studio. Falls man aber noch einen nachinstallieren muss, gibt es die USB-Treiber auch hier. So. Man speichert dann die Datei an einen Ort, wo man es gerne haben möchte, und dann installiert man die Software. Wie man die installiert, möchte ich jetzt nicht zeigen, sonst müsste ich erst meine Software deinstallieren. Da wird man Schritt für Schritt durchgeleitet, das sollte eigentlich kein Problem sein. Damit man die Java-Software nutzen kann, muss man am besten Java 8 installieren. Leider, wenn man bei Java Downloads schaut, wird einem oft diese 32-Bit-Version angeboten. Und wenn man einen 64-Bit-Rechner haben sollte, dann ist es ganz wichtig, damit der Data Explorer funktioniert, dass man die 64-Bit-Version installiert. Dazu geht man hier auf diese Seite und lädt die Installationsversion für 64-Bit herunter, oder wenn man 32-Bit hat, dann diese Version. Ich zeige euch am besten mal. Den Link dazu, falls man es nicht findet. Also auf dieser Seite die Software herunterladen, dann installieren und dann kann man die Java-Software nachher auch nutzen. So, jetzt möchte ich aber erstmal die MZ12 Pro mit dem GR Studio updaten. So, dazu schalte ich den Sender ein. Wenn das USB-Kabel verbunden ist, dann mit COM-Port verbinden. HF mache ich aus. Dann muss ich den... Muss ich erstmal kurz gucken, warum der hier dauernd spricht. Ah ja. So. Den STM Virtual COM Port auswählen. Der wird benötigt für die MZ12 Pro, MC26, MC28, die X8E und
Für die anderen Sender, für die älteren Sender, brauchen wir den CP2102. So, dann gehen wir auf Firmware Update. Normalerweise kann ich automatisch Laden nehmen. Suche mir dann die deutsche Software oder die Software meiner gewünschten Sprache aus. Dann wird die Software automatisch vom Server heruntergeladen. Und jetzt beim Updaten wird natürlich das HF-Modul abgeschalten, wenn es nicht vorher schon abgeschalten worden ist. Und der Sender wird abgedatet. So, das war's schon. Der Sender, ich schalte wieder auf PC-Port, weil wir noch mehr machen wollen. Hat nun die aktuellste Software auf dem Sender. Ich kann nun, wenn ich möchte und noch keine Modellspeicher auf dem Sender habe, auf Info anzeigen, Werkseinstellung. Und dann kann ich vorkonfigurierte Modelle, das sind hauptsächlich Copter-Modelle, kann ich dann laden. Dann habe ich ein paar fertige Modellspeicher und muss die nicht selber anlegen. Ich möchte jetzt aber kein Werksreset machen. Ich habe ja die Modelle schon alle auf dem Sender. Und wir wollen jetzt einfach mal noch die Modellspeicher laden. Dazu gehe ich auf Lese Start. Dann werden die Modellspeicher, die im Sender sind, heruntergeladen. So, dann kann ich die exportieren auf die Festplatte. So. Man kann dann entweder die auch wieder importieren, aber ich will eigentlich nur einzelne Modellspeicher, die ich im Internet gefunden habe oder von einem Kollegen habe, möchte ich in den Sender laden. Dazu klicke ich dann auf den Modellspeicher, wo ich das Modell hinladen möchte. Nehme Datei, lade jetzt zum Beispiel den Alpha GPS Modellspeicher. Oder den Beta FPV 85 Modellspeicher. Und dann mache ich Schreiben Start. Und dann werden die Modellspeicher in den Sender geladen.
So einfach kann man Modellspeicher importieren. So, jetzt habe ich die Modellspeicher schon im Sender. Dann gehe ich nochmal auf Comport, weil jetzt möchte ich noch zeigen, wie man Benutzersprachfiles installiert. Das kann man entweder mit der Rubrik Benutzersprachfiles im GR Studio machen. Dann wähle ich die MC12 Pro. Dann kann ich hier 10 Stück maximal auswählen. Das sind jetzt hier meine 10 für Copter. Mache ich öffnen. Und dann Update. Dann wird das HF-Modul ausgeschalten und die Dateien werden übertragen. So, jetzt habe ich hier die Beispiel mein GPS-Copter nehmen. Kommt nach Hause. Autopilotmodus. Schildkrötenmodus. Autopilotmodus. Kann ich eben noch weitere Sprachdateien benutzen. Das gleiche geht auch mit dem VDF-Editor. Den finde ich bei mir direkt auf dem Desktop. Oder im GR Studio unter links. Und dann kann ich neue Sprachdateien zum Beispiel erstellen. Ich wähle jetzt erstmal die MC12 Pro aus. Und jetzt möchte ich die Sprachdateien reinkopieren. Kann die dann einzeln reinziehen. Geht das jetzt nicht so? Also ich muss die Dateien nur einzeln reinziehen. Oder auch im Block. So, dann habe ich 10 Stück. Sender-Ansagen übertragen,
Kompott ist korrekt. Start. Ja. Jetzt muss ich noch den richtigen Sender einstellen. So, nochmal. Und schon werden die Ansagen übertragen. Ich kann natürlich auch, wenn ich keine Sprachdateien aus dem Internet oder von irgendwoher habe, kann ich mir auch eine erstellen. Ich muss erst eine löschen. Und kann dann noch eine Ansage hinzufügen. Test. So kann man immer schön mit dem VDF-Editor sich eigene Sprachdateien machen und auf den Sender spielen. Natürlich noch die Sprachansagen anders zuordnen, wenn ich das möchte. Autopilotmodus. Wegpunkte. Autopilotmodus. Wegpunkte. Aufnahme starten. Schrägweg Out Carefree aus. Autopilotmodus. Autopilotmodus. Carefree aus. Carefree anormal. Halten. No Carefree Auto Wegpunkt Autopilotmodus. 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 Carefree aus. Auto Wegpunkt erreicht. Wegpunkte. Autopilotmodus. Komm nach Hause. Wegpunkte. Schieße Foto. Wegpunkt. Autopilotmodus. Komm nach Hause. So, jetzt habe ich meine Ansagen korrekt. Autopilotmodus. Carefree aus. Carefree an. Carefree aus. Das ist genau verkehrt rum. So, jetzt stimmen meine Ansagen. Lademodus, Drehradmodus, Lademodus, Autopilotmodus. Und schon sind wir fertig mit der Programmierung.